Ich begrüße euch ganz herzlich aus Luzerns Sursee. Wir sind in der Baureihe 482 der SBB unterwegs. Hier links ist noch der Flirt. Wir stehen hier gerade in Emmenbrücke und fahren hier einen Güterzug. Das Szenario ist von Tom Fresco, ist im Creators Club von DTG erschienen. Das Repaint verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Wir müssen jetzt erstmal das Stromsystem wechseln, weil hier noch DB eingegeben ist. Dazu gehen wir einmal aufs Netz, gehen mal runter und bestätigen das Ganze und gehen wieder zurück ins Hauptbild. Hier steht halt immer noch DB, aber na gut, dann ist das halt so. Dann heben wir den Stromabnehmer. Genau, und jetzt ist der SWW-Stromabnehmer oben, beziehungsweise der Stromabnehmer mit dem Schleifstück, das für die Schweiz gedacht ist. Das ist nämlich der normale Stromabnehmer, der wäre normalerweise oben gewesen und den haben wir jetzt gehoben. Okay, dann würde ich mal sagen, Hauptschalter hinterher. Fahrtrichtungswende werden dann Vorwärtsstellung. Okay, gut. SHP. Dann machen wir uns noch die SIFA an. Gehen auf Spitzensignale. Federspeicherbremse lösen. Jawohl. Ja, wir haben jetzt keine weiteren Sicherungssysteme hier an Bord. Daher würde ich mal sagen, los geht's. So, wir dürfen 80 fahren. Auch der Soundmod vom Justus ist natürlich wieder mit drauf. Mal ein schönes Foto. Na. Und dann fahren wir jetzt mal Güterzüge hier auf Luzern Sursee. Oder Sursee. Je nachdem. Ja, das ist die 185 aus Dresden-Riesa, die hier zu sehen ist. Dafür ist dann auch dieses Repaint erschienen, dafür auch die Soundmod von Justus. Und auch das Szenario hier vom lieben Tom. Was ich recht cool finde, ist, dass wir jetzt hier mal keine verdunkelte Frontscheibe haben und jetzt mal endlich mal die Route tatsächlich gescheit sehen können. Das ist doch tatsächlich eine ganz andere Fahrerfahrung, muss ich jetzt doch sagen. Dann würde ich mal sagen, können wir die AFB anmachen. Einmal den durchdrücken. AFB an. Und dann mit dem Hebel auf die 90 runter und Leistung wieder hochschalten. Geht ordentlich bergauf.
Auch schön. Lokzug. Rotenburg-Dorf. Wir tun jetzt mal so, als seien wir in der mittleren Zugart unterwegs. VMAX 120. Das müsste eigentlich, glaube ich, passen. Okay, wir dürfen auf die 120 hoch. Ein kurzer Zug. Oh. Einmal überfahren worden, platsch. Wir brauchen ein bisschen mehr Leistung, vielleicht auch mal den Sander aktivieren. Können wir uns da hinstellen? Hier am Bahnsteig. Normalerweise würden wir jetzt halt mit ETCS fahren, das ist klar, oder mit ZUP. Aber das ist ja leider nicht installiert. Das können wir eigentlich auch mal hier auf Tagfahrstellung setzen. Mache ich eigentlich eher ungern, aber irgendwie. Ja, lassen wir das bei Nacht. Hier vorbei an dem sogenannten IKEA. Ideal. Mit Gleisanschluss sogar, habt ihr das gesehen? So, 112 sind erreicht, gleich sind wir bei den 120. Die AFB nimmt schon die Leistung wieder raus. Das ist ja ganz gut, dann können wir ganz entspannt fahren. Es ist nicht viel Strecke heute. Dementsprechend können wir auch schön entspannt fahren. Hier ganz früh am Morgen, 6.19 Uhr. So, die AFB bremst auch. Macht sie mit der elektrischen Bremse. Sehr gut. Na, jetzt wird es mir aber ein bisschen zu schnell. Komm schon, AFB. Okay, ich bremse ein bisschen selbst noch mit rein. Zu schnell. So, da steht schon der nächste Flirt. Grün, sehr gut.
Nächstes Signal auch. Wie gesagt, ich muss immer mal wieder ins HUD reingucken, weil wir natürlich jetzt ohne Zugsicherungssysteme fahren. Also die einzige Zugsicherung, die wir haben, ist die SIFA und die ist nur dazu da, um zu verhindern, dass wir einschlafen. Also. Jetzt kommt der Lieblingsteil meiner Strecke hier entlang des Sees. Ja, schon schön, hier so ein Haus zu haben, oder? Noch die Züge beobachten auf der anderen Seite der See. Ist das der Sursee? Vermutlich, ne? Oder der Sursee? Ich weiß nicht, ob es ein stimmhaftes oder ein stimmloses S ist. Ich muss mir das mal nochmal zu Gemüte führen. Herrlich, oder? Also ich finde die Route, die Strecke hier macht ordentlich was her. Aha, was kommt uns denn da entgegen? Noch ein Güterzug. Mit einer V60 hinten dran. Interessant. Also ich finde, wie gesagt, die Strecke macht ordentlich was her, so von der Gestaltung definitiv Rivet Games beste Strecke, gar keine Frage. Also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus hier am Streckenrand. Das gefällt mir total. Auch der Flirt ist ein wirklich überragend guter Zug. Ist denen gut gelungen, soundtechnisch auch gut. Also kann ich mitleben. Aber was halt wirklich komplett grausam ist, ist die Umsetzung von ETCS. Also das geht wirklich gar nicht. Und da kann ich jeden verstehen, der aus diesem Grund sagt, nee, die Strecke ist nichts für mich. Absolut verständlich, wenn das Sicherungssystem nicht funktioniert. Aber unabhängig davon, wenn man jetzt das Sicherungssystem außen vor lässt, was jetzt keine Kleinigkeit übrigens ist, das ist jetzt keine Nichtigkeit, die einfach egal ist, das Sicherungssystem. Man kann sie nicht im Grunde genommen außen vor lassen. Aber wenn man mal so tun würde, als wenn man jetzt hier wie wir mit unserer 185 hier langfahren, so dann gefällt mir die Strecke einfach extremst. Gar keine Frage, also auch hier sehr schön. Hier mit so ein paar Baumstämmen, die auf dem Boden liegen, so ein bisschen Forstwirtschaft, oder? Signal ist weiterhin grün. Schon der nächste Flirt. Geht es jetzt ein bisschen berg runter. Also Leistung schon mal weg. Die Schwerkraft macht eh den Rest. So, ein bisschen Leistung wieder rein. Also wirklich, es sieht extremst schön aus. Das hat wirklich diesen ganz, ganz ländlichen Flair. Und der ist wirklich gut gelungen, gut umgesetzt. Oh, wir haben halt zu erwarten. Ah, wir sind schon 1 Kilometer da. Ja, das ist halt wirklich der Nachteil dieser Strecke, wirklich. Ah, wir müssen, oh Gott, wir müssen jetzt gleich schon anhalten. Also wirklich großer Nachteil dieser Strecke ist die Streckenlänge. Das ist halt einfach nicht besonders cool, dass man nach ein paar Minuten im Grunde genommen schon fertig ist, dass man dann durch ist.
Müssen wir hier wirklich anhalten? Da vorne? Ach, da ist noch ein Signal. Auch von der FPS her übrigens, die Strecke ist recht solide, ne? Mit 50 FPS, die wir gerade haben. 50, 55, also Dresden-Riesa ist da definitiv nicht so gut drauf. So, wir halten an. Na? Wohin willst du denn das? Also hier vorne ist ein rotes Signal und der Haltemarker möchte aber, dass wir bis dahin weiterfahren. Das halte ich für eine schlechte Idee aus gegebenem Anlass. Ich werde den Anlass nicht verraten, aber ich denke mal, ihr könnt das euch selbst denken, warum ich das für eine schlechte Idee halte. Wir können mal hier mal so ein bisschen langfliegend über das Suresee, was wir eigentlich noch hier auf der anderen Seite haben. Also wie lange die Strecke hier noch in die Richtung weitergeht. Ah ja, okay, also hier vorne sind ein paar, wie heißen denn die Dinger noch gleich? Buffer. Buffer ist auf Englisch. Prellböcke. Dann haben wir hier Gleise, die noch weitergehen, auch schon nicht mehr elektrifiziert und die hören auch da vorne auf. Und was haben wir hier? In die Richtung geht es noch ein bisschen weiter. Oh, da werden wir geblockt. Können wir mit der Kamera nicht mehr lang fliegen. Schade. Wie viel können wir von der Stadt sehen? Ah, so ein kleines bisschen. Ach, schau an. Jetzt habe ich mich befreit. Aber ordentlich ausgestaltet hier, ne? Also noch recht viel davon. Recht viele Häuser, die hier noch rumstehen. Und dann, ja gut, ab hier vorne, das ist jetzt wirklich nur noch weit entfernte Kulisse. Das ist dann natürlich nicht mehr. Naja, also keine Straßen und so. Aber hier müssen auch keine Straßen liegen, ganz ehrlich, weil die sieht man eh nicht. Die fressen nur Performance, denke ich mal. Ich habe einen Hund gerade gehört, ihr auch. Okay, hier vorne ist aber nichts mehr. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir mit dem Zug noch auf einer Weiche stehen. Ich glaube, wir stehen noch auf einer Weiche, ne? Ja, das ist natürlich nicht gut. Dann rollen wir noch ein paar Meter vor bis zum Signal. So, Leistung wieder raus. Haben wir noch 30 Meter bis zum Signal. D62. Dann würde ich sagen, bremsen wir mal jetzt. Gucken, stehen wir immer noch auf der Weiche. Ja. Leider ein bisschen. Aber ist ja auch eigentlich egal, oder? Ist ja egal. Wir können jetzt nicht noch weiter hier auf das halt zeigende Signal zurollen. Das geht ja nicht. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Verabschiede mich von euch dementsprechend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mal wieder etwas anderes. Ne, mit einem Güterzug hier auf Luzern-Sursee. Auch macht man auch nicht alle Tage. Ja, vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute.